Du machst einen Kurs in Wundern, aber kommst irgendwie nicht richtig weiter damit, bist immer noch unglücklich. Oder du hast ganz viel schon von einem Kurs in Wundern gehört, weißt aber gar nicht ganz genau, was das jetzt wirklich soll. Oder du hast vielleicht einen Freund oder einen Angehörigen, der einen Kurs in Wundern macht, aber sich ganz merkwürdig verändert und du machst dir vielleicht sogar Sorgen um ihn. Wenn dich eins der Themen interessiert, dann bleib dran, denn dann ist das Video jetzt für dich. Ein Kurs in Wundern. Was ist ein Kurs in Wundern überhaupt? Also für mich persönlich, ist ein Kurs in Wundern die größte Liebeserklärung, die ich jemals bekommen habe. Und diese Liebeserklärung, die kommt direkt aus dem Himmel sozusagen. Es ist eine Liebeserklärung Gottes und meine Freiheitserklärung, wenn ich tatsächlich diesen Weg gehe. Und ich selbst habe den Kurs jetzt seit 2008 in meinem Leben und in den letzten Jahren bemerke ich immer mehr, wie sehr mein Leben sich verändert, wie viel Liebe in meinem Leben ist, wie viel Freiheit, wie viel Freude. Und das bedeutet nicht, dass wenn du den Kurs jetzt machst, dass immer alles eitel Sonnenschein ist. Nein, denn du wirst mit diesem Kurs aufgefordert, all deine Blockaden, die du wirklich vor der Liebe aufgebaut hast, zu beleuchten und loszulassen. Und das ist oft sehr unangenehm und du wirst aber nicht da gelassen. Für alle, die das jetzt wirklich noch gar nicht wissen, sage ich es kurz. Also der Kurs in Wundern ist ein inneres Diktat. Das hat damals, Anfang der 70er Jahre, die Psychologin, die klinische Psychologin und Pädagogin Helen Schackmann durchgegeben bekommen, nachdem sie mit einem Kollegen, mit dem William Thetford, entschieden hat, dass es einen anderen Weg geben muss. Denn es gab sehr viel Krieg, sehr viel Stress, sehr viel Groll in der Klinik, in der beide gearbeitet haben. Und beide waren einen Moment lang geistig offen. Und ja, und haben tatsächlich entschieden, es muss einen anderen Weg geben. Und ja, das war die Initialzündung. Und Helen Schackmann, die atheistisch eigentlich war, hat aber dann eben diese Stimme gehört, innerlich. Also es war nichts von außen, nichts mit einer Donnerstimme oder mit Fanfaren angekündigt. Nein, es war ganz unspektakulär, aber für sie dennoch sehr spektakulär. Denn na klar, wenn du plötzlich etwas hörst, schreib mit, das ist. Dies ist ein Kurs in Wundern, schreib mit, so ist es eben gewesen. Vielleicht erschreckst du dich dann erst. Also Helen Schackmann war schon durchaus geistig offen. Wie gesagt, sie war atheistisch, aber sie ist schon vorher vorbereitet worden. Sie hatte viele Träume und wenn dich das interessiert, es gibt da auch, ich meine, den gibt es auch auf YouTube, die Entstehungsgeschichte von einem Kurs in Wundern ist super interessant und ist jedem zu empfehlen. Das wird ja jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich da tiefer drauf eingehen würde. Eins sei noch gesagt, die Stimme hat sich ihr als Jesus vorgestellt. Und damit beginnt eigentlich alles. Wenn du das jetzt mal zulässt, dass es wirklich die Stimme von Jesus ist, dann kannst du dich auf etwas ganz Neues einlassen. Du kannst dich auf einen anderen Jesus einlassen, weil er wird dir sämtliche Ängste, die uns Religionen vermittelt haben, auch wenn wir atheistisch sind, ja, die nimmt er uns, weil es ist ein anderer Jesus als den, den du aus der Bibel kennst. Er korrigiert alles in Liebe. Alles, was durch Angst dominiert war, korrigiert er in Liebe. Und den ganzen Kurs in Wundern, der drei Bücher hat, das Textbuch, das Handbuch für Lehrer ganz hinten und in der Mitte das Übungsbuch, könntest du so zusammenfassen, so steht es auch vorne drin im Textbuch. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Und mehr ist es nicht. Es ist eine Liebeserklärung. Es ist eine Freiheitserklärung. So, und eigentlich ist es so gedacht, dass du den Kurs für dich findest, und dann beginnst,
erstmal darin zu lesen. Du wirst erstmal darin lesen, weil du siehst ihn als Buch, du liest ihn und dann beginnst du, wenn du möchtest, umzudenken. Du hast oft Blockaden, oft wehrst du das ab, weil du das überhaupt auch gar nicht so glauben kannst und nicht annehmen kannst, aber es ist eben ein Weg, den du gehst. Und diesen Weg, den gehst du, und so steht es auch im Buch, den gehst du mit deinem eigenen inneren Lehrer, weil das Ziel dieses Kurses ist nicht ein neues Ritual, eine neue Religion oder irgendwie, dass du dich komisch verhältst. Das Ziel ist, dass du eben nicht mehr auf die Stimme hörst, die du selbst gemacht hast, dein Ego-Denksystem, deine Konditionierung, deine Programmierung, die du schon als Kind bekommen hast, sondern du verlernst das langsam wieder, was dir eingeredet wurde, was du dir auch selbst eingeredet hast, wer du bist, und erkennst, wer du in Wahrheit bist. Dafür ist es da. Du sollst dich an deinen inneren Lehrer erinnern und der wird immer mehr mit dir reden. Ich nehme das oft so wahr, das wirst du vielleicht auch kennen, wenn du den Kurs schon länger machst, dass wenn du sehr vertieft bist oder so, dass du oft Informationen bekommst, die du gar nicht in Worten bekommst. Also bei mir fühlt sich das ganz oft so an, als wäre ich an einem USB-Stick angeschlossen und ich weiß dann einfach irgendwas. Wissen ist völlig falscher Begriff. Es ist tatsächlich dann in mir etwas und ich fühle die Führung von meinem inneren Lehrer. Das ist mit Worten kaum zu beschreiben. Und es ist ein sehr intimer Weg. Und ich möchte mal ganz kurz vorlesen, was hier ganz vorne im Vorwort noch steht. Der Kurs in Wundern ist nicht als Grundlage für einen weiteren Kult gedacht. Sein einziger Zweck ist es, einen Weg zur Verfügung zu stellen, der es einigen Menschen ermöglicht, der es einigen Menschen ermöglichen wird, ihren eigenen inneren Lehrer zu finden. Und darum geht's. Darum geht's. Und viele haben das vergessen. Und da kommen wir jetzt nämlich zu diesen ganzen Fragen, aus dem, was ich halt gerade gesagt habe vom Anfang. Also, ich gehe mal jetzt erstmal davon aus, du machst den Kurs schon ein bisschen. Ist egal, ob du den ein Jahr machst, ob du ihn 5 Jahre machst, ob du ihn 10 Jahre machst. Immer, wenn du nicht aus deinem Problem kommst, wenn da gar nichts passiert oder viel zu selten, also wenn sich dein Leben gar nicht verändert, die Kulisse um dich herum, die Situation, die Menschen, wenn sich da nichts verändert, wenn du nicht immer mehr die Liebe fühlst, den Frieden, die Freude, weil das ist das Ziel des Kurses, es ist ein praktischer Kurs. Wenn du das nicht fühlst, dann läuft was falsch. Fühl dich dafür bitte nicht schuldig. Das ist das, was dein Ego-Denksystem dir einreden will. Ah, du machst den Kurs nicht richtig. Wie oft habe ich das schon gehört? Hast du schon 365.000 Mal heute die Lektion gemacht? Bist du immer noch so eine Schlafmütze? Und das sagen sich Menschen oft selbst. Ich kenne das auch alles. Ich kenne das alles. Ich bin lange irgendwo stecken geblieben und habe mich festgebissen an dem Kurs, ohne zu merken, dass ich den Kurs mir zufüge, wie ein Schulbuch. Und das passiert leider mit dem Kurs. Der Kurs ist kein Brainwash. Wird oft gesagt, der Kurs in Wundern ist Brainwash. Nein, er ist eine Erinnerungshilfe. Mehr ist das nicht, weil du kannst so gar nicht gebrainwashed werden. Du liest es, wenn du es abwehrst, wie willst du da gebrainwashed werden? Du kannst ja nur gebrainwashed werden, gehen wir mal von einer Sekte aus, wenn du das für dich annimmst. Wenn du in eine Sekte gehst, bleiben wir mal bei dem Thema Sekte, weil da findet ja Brainwash oft statt. Du gehst in eine Sekte und du bemerkst gar nicht, dass da was falsch läuft. Oder du bemerkst es schon und willst es aber nicht bemerken. Und du lässt dir von anderen sagen, was du tun sollst und machst das einfach. Ja, und sagst, nee, das ist alles gut.
Das ist Brainwash, aber wenn du den Kurs aufschlägst, den machst ja du mit deinem einzigen inneren Lehrer und du entscheidest, wie viel du liest davon am Tag. Das kann manchmal nur ein Satz sein, über den du kontemplierst, der dich vielleicht weiterbringt oder so. Oder du machst eben deine Lektionen, aber dieser Brainwash kann ja nur stattfinden, wenn du Brainwash zulässt. Wenn du aber in die Praxis gehst und der Kurs, der als Buch erscheint, ist keine Theorie. Er will dich in die Praxis führen. Wenn du aber in die Praxis kommst und das Ergebnis wird sein, dein Geist geht auf. Du bist voller Freude, du bist in der Liebe. Du bemerkst plötzlich, dass der Groll, den du zum Beispiel deinem Partner gegenüber hattest, wie der sich plötzlich in einem Mitgefühl auflöst. Du siehst plötzlich nicht mehr den Körper, doch du siehst ihn mit deinen Augen, aber im Geist erkennst du die Einheit, wenn du mal so eine Einheitserfahrung gemacht hast, weil dein Geist schon ein bisschen trainiert ist. Dann weißt du, was dieser Kurs ist. Und da wirst du nie wieder von Brainwash reden. Was natürlich passieren kann. Das ist jetzt für alle, die sich gar nicht trauen, den Kurs zu machen, weil sie glauben, sie würden manipuliert werden. Es wäre eine neue Religion oder so. Was passieren kann, ist, dass du schon viel im Außen gesehen hast, dass Menschen sich in Gruppen zusammenklüngeln. Hier nochmal sei gesagt, ich rede immer von mir, ich rede von meinem Lernen. Ich war auch in Gruppen, in verschiedensten Gruppen, auch in virtuellen Gruppen, ja, in Social Media, in Facebook-Gruppen und so. Ich war auch mit Menschen zusammen in Gruppen und nichts davon hat mich wirklich weitergebracht. Das kann bei dir ganz anders sein. Ich will dir das nicht absprechen, um Gottes Willen. Ich kann es dir nur von mir sagen. Und wenn du jetzt nicht gefestigt bist mit deinem inneren Lehrer, kann es sein, dass du dem zuhörst, dem zuhörst, dem zuhörst und dem zuhörst und das alles für bare Münze nimmst. Aber das ist immer das Lernen des einzelnen Lehrers. Und auch bei Lehrer sei noch mal ganz, ganz deutlich erwähnt, es ist hier eben nicht so mit dem Kurs wie in der Schule. Da ist nicht der, der es weiß und der vorne steht und dann pausenlos dir erzählt, was du zu tun hast oder wie es richtig ist und du lernst. Nein, der Lehrer ist immer auch der Schüler. Und ich teile das hier nur, weil ich eben bemerkt habe, dass das, was ich tue, unglaublich hilfreich für mich ist. Und ich bin zum Beispiel, ich nenne jetzt den Begriff Lehrer. Ich bin ja gleichzeitig auch immer der Schüler. Ich lerne jeden Tag weiter und es ist wunderschön. Ich lehre einfach das, was mich glücklich macht. Ich lehre einfach auch vor allen Dingen immer wieder, schau bei dir, weil ich bin eben nicht der, der dir sagen kann, was du tun sollst und was richtig und was falsch ist. Und das ist der Kurs in Wundern. Da gibt es niemanden im Außen, der dir irgendetwas sagen könnte. Und du kannst auch den Kurs nicht auslegen. Und du kannst auch nicht die Lektion gemeinsam machen. Was du machen kannst, ist hilfreiche Texte schreiben oder lesen, hilfreiche Videos machen oder dir anschauen, hilfreiche Podcasts machen oder sie dir anhören und so weiter. Das geht schon. Aber der Fokus muss immer darauf liegen, dass du dann, wenn du das tust, so wie ich jetzt, dass du dann immer wieder sagst, und jetzt schau bei dir. Und ich möchte nur hier ganz klar sagen, dass der Kurs in Wundern kein Ritual ist und auch überhaupt keine neue Religion und überhaupt keine Sekte und überhaupt kein Brainwash, weil er führt dich dahin, wo du herkommst. Und wenn du dich vorher schon ein bisschen mit Spiritualität beschäftigt hast, wenn du dich mit Quantenphysik, Quantenmechanik und so weiter beschäftigt hast, was du durchaus tun solltest, ja, dann wirst du erkennen, der Kurs ist eine Form von ganz vielen Formen, die immer den gleichen Inhalt lehren. Lehre nur Liebe. Erkenne, dass die Materie hier sich pausenlos verändert, dass sie gar nicht wirklich ist. Das sagt dir jeder Quantenphysiker mittlerweile, dass du hier nur in der Wahrnehmung bist, die du ganz individuell hast für dich. Ja, und daraus musst du erwachen. Und das kannst du nur mit dem Kurs für dich allein. Und er ist eben kein Kult. So, und was wir jetzt da draußen sehen, ganz, ganz viel ist, dass leider wieder ein Kult gemacht wird, weil
wir müssen da überhaupt niemanden beschuldigen. Wir kennen das doch so. Wir gehen in die erste Klasse, wir bekommen da unsere erste Lesefibel und dann geht's schon los. Und jetzt haben wir auch vielleicht schon viele Bücher gelesen, Selbsthilfebücher und so weiter. Und jetzt kommt der Kurs in Wundern daher und du siehst ihn als Buch. Und du glaubst, du müsstest ihn jetzt sozusagen auswendig lernen. Du müsstest ihn pauken. So, wenn du dich für den Kurs entschieden hast, dann ist es schon sehr ratsam, ihn zu machen, so wie es da steht, und dann dich anschließend führen zu lassen und dann zu gucken, wie oft schlägst du ihn auf, wie oft liest du darin. Es geht wirklich in erster Linie darum, dass du wieder die Anbindung an deinen inneren Lehrer bekommst. Das ist der Kurs, dass der Kurs hinterher überflüssig wird. Also ich mache ihn seit 2008, ich benutze ihn täglich immer noch. Und trotzdem habe ich eine tiefe Anbindung an meinen inneren Lehrer. Und woran merke ich das? An Konfliktlosigkeit, an Liebe und an, wie ich auf die Aufruhr reagiere im Außen. Also wenn ich im totalen Aufruhr bin, oder ich komme, nee, anders gesagt, ich komme in einen totalen Aufruhr im Außen. Der Kurs bezeichnet das als Schlachtfeld. Und ich bemerke sofort, wie ich im Geist zurücktrete. Ich bemerke sofort, da ist was um mich. Esoteriker würden sagen, ja, du machst da eine Pyramide oder eine Schutzblase oder so. Kannst du auch machen. Habe ich als Kind, als 3-, 4-, 5-Jährige instinktiv gemacht. Da wusste ich nichts von Schutzblase oder Pyramiden. Aber es geht doch nur darum, dass du bemerkst, um dich herum ist der Himmel. Der ganze Himmel. Die ganzen Energien sind um dich zu beschützen. Und du kannst und wirst sogar aufgefordert, in dein Szenario jetzt Liebe und Frieden zu bringen. Und du lernst das. Das sollst du lernen mit diesem Kurs hier. Das sollst du lernen. Bring Frieden, bring Liebe in diese Welt. Und das, was du gibst, das empfängst du. Und du bemerkst, die Quelle ist in dir und es sprudelt aus dir raus. Das heißt nicht, dass du nie wieder grollig bist oder so, aber ganz schnell kommst du wieder in den Frieden. Und was glaubst du, wie wunderbar das ist, Frieden auszudehnen? Manchmal hast du keine Worte, manchmal bist du nur still und bist einfach nur da, aber du fühlst, wie sich deine Umgebung verändert. Dein morphisches Feld verändert sich. Und das ist eine Erfahrung. Und ich spreche aus Erfahrung. Und ich bin viel mit dem Kurs gegen die Wand gefahren, gerade in den ersten Jahren. Aber irgendwann machst du dich frei von allen Regeln, von allen Ritualen. Und klar hörst du, was andere zu sagen haben und so. Und wenn es für dich falsch ist, wenn es sich für dich falsch anfühlt, dann berichtigst du das in deinem Geist und segnest und gehst weiter. Das heißt nicht, also du urteilst nicht mehr. Das heißt nicht, dass das, was jetzt der macht und der macht, das ist falsch und schlecht und sonst was. Es ist einfach für dich jetzt nicht das Richtige, du gehst weiter. Und du wirst mit dem Kurs, wenn du ihn wirklich anwendest, intim, mit deinem einzigen inneren Lehrer, wirst du immer mehr wirklich in diesem Frieden bleiben. Und das ist das Ziel, denn du sollst hier nichts Abgehobenes tun. Der Kurs holt dich da ab, wo du stehst. Es kann bei dir ganz anders sein als bei einem anderen. Und wenn du nicht weiterkommst, dann schaust du vielleicht viel zu viel nach links und nach rechts. Was machen die anderen? Was sagen die anderen? Und ich berate ja auch Menschen oder begleite sie, besser gesagt, wir beleuchten dann gemeinsam Blockaden, lösen sie auf. Und was mir ganz oft auffällt, ist, dass da so viel Schuld ist, weil immer sich die Frage gestellt wird, ist das jetzt noch ein Kurs in Wundern? Der Kurs ist doch nur ein Gerüst. Und er ist wie ein Sprungbrett und du sollst immer mehr auf deinen inneren Lehrer hören. Und es gibt ja auch nur eine Regel für den Kurs. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist. Im Kurs selbst steht, die einzige Regel ist, mache einmal alle 365 Lektionen und mache nie mehr als eine am Tag beim ersten Mal. Es kann sein, also du kannst auch länger bei einer Lektion bleiben, das steht da auch. Du kannst auch 20 Tage lang die erste Lektion machen. Nur kann es dann passieren, dass du wieder etwas besonders gut machen willst und dich dann festbeißt. Ne? Also wenn du dann merkst, dass du selbst entscheidest, ich habe die Lektion nicht gelernt, dann kann es wieder sein, dass du da
wieder festgehalten wirst, wenn es sich nicht für dich liebevoll anfühlt, gütig anfühlt, sagen wir mal so. Aber die Regel ist, eine Lektion an einem Tag, 365 Tage lang. Und wenn du es dann gemacht hast, steht am Ende, keine weiteren Lektionen werden mehr zugewiesen. Und du sollst dich jetzt führen lassen. Und alle, die ich kenne, und da gehöre ich auch dazu, haben den Kurs dann öfter gemacht. Das kannst du tun. Ich mache das auch ganz einfach, weil ich die Lektion liebe. Im Moment bin ich tatsächlich bei der Tageslektion. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Es kann sein, dass ich im nächsten Jahr anders vorgehe. Ich weiß es noch nicht, weil das sagt mir mein innerer Lehrer. Und du kannst auch mitten im Jahr anfangen. Weil ich halte es sogar für sehr schädlich, wenn man eben meint, man müsste jetzt alle, also alle Kursschüler müssten jetzt am selben Tag anfangen. Es kann sehr schön sein, weil Geister sind ja verbunden und wenn alle die gleiche Lektion machen, hört sich erstmal toll an, dann verbinden sich die Geister ja in dem. Aber das ist wieder so menschlich gedacht, weil eine andere Lektion umfasst immer auch diese Lektion. Du bist sowieso dann verbunden, wenn du rechtgesinnt denkst. Ja, und der Kurs in Wundern, der ist leider in letzter Zeit wirklich sehr zum Kult verkommen. Ich sag's so, weil ich es so empfinde. Es mag sein, dass es für dich anders ist. Ich sag's nur so, weil ich es halt auch höre und viele Menschen davor auch Angst haben, weil sie eben glauben, das ist sowas wie Zeugen Jehovas oder so, weil auch wegen der Gruppenbildung, die es da gibt, Gruppendynamik, wo wieder einer oben ist und andere unten oder so. Also ich sag's nur, mit Vorsicht zu genießen. Vergiss nicht deinen inneren Lehrer. Selbst der ist nicht in der Hierarchie über dir. Der geht mit dir sozusagen Hand in Hand. Aber es wird halt auch in letzter Zeit sehr oft so in YouTube-Videos und so erwähnt, auf Seminaren und so weiter, dass Menschen, die eigentlich Mindset-Coaches sind, die sonst gar nichts mit dem Kurs zu tun haben oder so. Ja, so Yoga-Meister oder so, die dann plötzlich einen Kurs in Wundern vorstellen, aber ansonsten etwas ganz anderes machen. Ist mit Vorsicht zu genießen, auch mit Vorsicht zu genießen, weil ja, wir wissen nicht, wer dahinter ist. Also wenn jetzt jemand tatsächlich den Kurs macht und gleichzeitig eben diesen inneren Weg geht, ja, wo es eben andere Formen gibt, dann ist das in Ordnung. Aber oft ist das so, dass gerade Spirituelle meinen, die müssen jetzt den letzten Shit sich zufügen. Und der Kurs in Wundern ist der allerletzte Shit. Das muss man wissen, das muss man kennen, das gehört zum guten Esoterikton. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn du dir dann noch Rezensionen über den Kurs anschaust, schau mal auf Amazon bei den Rezis. Habe ich letztens noch mal wieder gemacht. Da schüttle ich manchmal den Kopf, weil viele Menschen rezensieren den Kurs als Brainwash, obwohl sie ihn nie gemacht haben, weil sie beschreiben schon den Inhalt des Kurses völlig falsch. Das ist nicht ein Kurs in Wundern, was diese Menschen schreiben. Auch der ist total patriarchisch und was weiß ich nicht, was da geschrieben wird. Ist absoluter Bullshit. Das ist nicht so. Kannst du mir zustimmen, wenn du den Kurs machst, dann wirst du es wissen. Weil eben christliche Begriffe verwendet werden und eben auch männliche Begriffe. Heute in dieser Genderzeit, oh, kritisch, nein, aber wenn du den Kurs wirklich machst, begreifst du, dass es da um Geschlechtlosigkeit geht. Und an dieser Stelle nochmal gesagt, wenn zum Beispiel auch von Brüdern und Schwestern geredet wird, und letztens habe ich mal den Begriff Bruderin gelesen, da sage ich jetzt nichts zu. Also, da kann man nichts mehr zu sagen. Das ist ein Verdrehen des Kurses. Es gibt keine Schwester und keinen Bruder. Dann bin ich wieder auf dieser Ebene. Es geht um ein Geistestraining. Du veränderst deinen Ego-Geist. Du verlernst ihn. Du switcht immer öfter in deinen rechtgesinnten Teil. Das ist der größte Teil des Geistes. Ein kleiner Teil von dir schläft. So, und den wollen wir aufwecken. Das ist ein Kurs in Wundern. Und jetzt nochmal für alle zum Abschluss. Das Video geht jetzt schon sehr lange. Ich wollte es gar nicht so lange machen. Aber das ist natürlich jetzt ganz wichtig. Das höre ich nämlich auch immer wieder. Was ist, wenn ein ganz lieber Mensch, den du
mit dem du wirklich zutiefst verbunden bist, wenn der sich von dir abwendet oder wenn der komisch ist oder wenn du bemerkst, ey, der ist, irgendwas stimmt mit dem nicht, der macht den Kurs in Wundern. Also, es kann passieren, dass wenn jemand den Kurs wirklich versteht, es kann durchaus sein, dass dein Freund oder so, von dem wir jetzt reden, den Kurs durchaus richtig versteht und ihn für sich macht und sich eine Zeit lang mal zurückzieht oder sehr nachdenklich wird. Oder er stößt tatsächlich an seine Blockaden und will die auflösen. Und da will er nicht mehr deine Ego-Hilfe haben von früher. Er sagt wirklich, nein, da muss ich jetzt durch. Dann ist das völlig in Ordnung. Lass ihn, signalisiere, dass du da bist, dass er jederzeit zu dir kommen kann. Aber verstehe auch, dass jemand, der einen spirituellen Weg geht, gerade zu Anfang ganz, ganz viele Blockaden, ganz vielen Blockaden ausgesetzt ist und ganz viel Egofallen ausgesetzt ist. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann wirst du dich verändern und vielleicht verstehst du deswegen deinen Freund nicht mehr. Aber was eben auch oft der Fall ist, dass sich Menschen komplett von ihrem Umfeld abwenden, weil sie meinen, die anderen sind noch nicht so weit. Und dann kann es sein, dass das Sektenstrukturen annimmt. Ich kenne hunderte von Menschen, die den Kurs machen. Und einige davon sind tatsächlich auf so einem Sektentrip. Aber auch da sei dir gesagt, du kannst gar nichts machen. Wenn sich ein erwachsener Mensch entscheidet, sich einer Sekte, einer Gruppe anzuschließen, natürlich, ja, sagt jede Gruppe, wir sind keine Sekte. Also eine Sekte, ganz kurz mal erläutert, ist eine Gruppe, eine feste Gruppe, wo es einen gibt, der sozusagen die Szene bestimmt. Und alle anderen tun alles, damit er das kann, und er stellt die Regeln auf und es gibt Hierarchien. Und du musst dich halt einfügen in die Gruppe. Und wenn du was sagst, kann es durchaus passieren, dass dir das untersagt wird und so weiter. Oft wird behauptet, wir halten nicht fest, aber die Menschen, die ich jetzt so kenne oder auch die schon zu mir gekommen sind aus verschiedensten Gruppen, die sagen alle das Gleiche. Das ist alles das Gleiche. Und zwar sagen die, nee, ich wurde nicht festgehalten oder ich wurde sogar rausgeworfen, aber ich kann an nichts anderes denken. Die sind psychisch gebunden, ja, aber das wäre ja nochmal ein anderes Thema. Das ist toxisch in solchen Gruppen. Also, das gibt es natürlich auch. Nicht jeder, der sagt, ich lehre einen Kurs in Wundern, lehrt den Kurs. Viele solcher Lehrer haben selbst Wunden in sich, schauen die sich nicht an, lösen die nicht auf und so. Dafür ist der Kurs da. Und das ist. Ich könnte jetzt stundenlang darüber weiterreden. Wahrscheinlich werde ich da einige Videos zu machen noch, weil mein Anliegen ist es wirklich, den Kurs praktisch zu machen. Und der Kurs in Wundern ist keine Sekte. Der Kurs in Wundern, der Inhalt, den gibt es schon immer, seit es Menschen gibt. Der Inhalt ist für jeden verfügbar und der Inhalt vom Kurs ist in jedem auch selbst. Du hast tatsächlich alle Mittel in dir. Der Kurs ist einfach nur ein grandioses Hilfsmittel und er bindet dich nicht, er lässt dich frei. Und wenn du das begreifst, wirst du immer schneller durch die Blockaden gehen und eben das, was deine Aufgabe ist, zu vergeben, das Falsche wegzugeben, die Liebe hinter allem zu sehen, Gott hinter allem zu sehen, wird dir immer leichter gelingen, weil ja deine Blockaden auch tatsächlich dann irgendwann beleuchtet sind und es wird so. Du hast keine Emotionen mehr dazu, nur noch wahre Gefühle, die so groß sind. Und es ist wunderschön, diesen Weg wirklich zu gehen. Und du wirst hier überhaupt nicht unnormal sein. Es ist nichts Unnormales an einem Kurs in Wundern. Du wirst sehr still damit umgehen. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Und wenn du noch mehr wissen möchtest, ich versuche wirklich seit ungefähr 1,5 Jahren einen Kurs in Wundern praktisch anzubieten. Anzubieten heißt, dass, wie gesagt, Menschen zu mir kommen, wir beleuchten ganz konkret Themen, damit sie vergehen können, damit sie in ihrem eigenen Lernen weiterkommen. Natürlich sollst du dein eigenes Lernen benutzen mit deinem inneren Lehrer. Und ich habe ja auch den Podcast Live Lesson, wo ich eben immer wieder versuche, Themen möglichst praktisch zu beleuchten, weil an dieser Praxis scheitert es bei vielen.
Und das ist so schade, dass das eben nur theoretisiert wird, weil es als Schulbuch wahrgenommen wird. Und das ist es nicht, echt nicht. Und wenn du mal deinen inneren Lehrer fühlst, wunderbar. Und wie gesagt, und wenn du eben einen Menschen in deinem Leben hast, der, wo du das Gefühl hast, der verändert sich, sprich ihn einfach mal darauf an und signalisieren, du bist für ihn da. Und wenn er dann tatsächlich so einer Gruppe verfallen ist oder so, da kannst du nur die Anbindung behalten und nichts dagegen reden, denn jeder hat seinen eigenen Willen und aus einer toxischen Gruppe holst du niemanden raus. Das muss jeder selbst entscheiden. Und wie gesagt, und wenn jemand den Kurs wirklich macht, dann lass ihn sich zurückziehen. Er wird auch wieder kommen, weil im Kurs selbst steht, diese stillen Momente oder dieses, wo du lernst, wo du vielleicht auch mal durch tiefe Blockaden gehst, ist nur dazu da, damit du hilfreich bist in dieser Welt für alle auf dem Schlachtfeld. Und dann wirst du normal leben.